Gutje. Mein Name ist Martin Steffens. Ich bin Leiter der 48 Stunden Neukölln. Und ich bin hier, um gemeinsam mit den Partnern vor Ort das Festival 48 Stunden Novosibirsk durchzuführen. Ich denke, dass diese Ausstellung zwar schon das Zentrum ist, aber dass es wichtig ist, dass es eine dezentrale Veranstaltung ist, die an 20 Orten in der gesamten Stadt stattfindet. Und unsere Ausstellung sehr wichtig ist, aber genauso wichtig sind die anderen. Das vielleicht zuerst. Und unsere Ausstellung ist gemeinsam entstanden, zusammen mit Piotr vom ZK19 haben wir gemeinsam Künstlerinnen und Künstler ausgesucht, die dort Kunst ausstellen zum Festivalthema, das ich mit neue Wahrhaftigkeit übersetzen würde, wo es darum geht, was kann zeitgenössische Kunst heute aussagen. Auch viele Überraschungen, denke ich. Es gibt viele Orte, die zum Teil mit Kunst verbunden sind. Es gibt Orte, die bisher noch nicht von Kunst bespielt wurden, wo also die Menschen hier in Novosibirsk etwas Neues erleben können, indem sie vielleicht Kunst sehen, die sie so noch nicht gesehen haben, oder mit Themen konfrontiert werden, an die sie nicht gedacht haben vorher. Und ich denke, sie werden viel gute Kunst sehen und sie sollten sich darauf vorbereiten, mobil zu sein, verschiedene Orte zu besuchen und zu vergleichen, was den Künstlerinnen und Künstlern zum Thema eingefallen ist. Ich wünsche Ihnen viel Ausdauer, dabei 48 Stunden lang Novosibirsk anders zu erleben, Kunst von Menschen zu sehen, die aus verschiedenen Städten Sibiriens kommen und aus Deutschland, um hier vor Ort in Novosibirsk für Sie ein Programm der zeitgenössischen Kunst zu machen. Ich hoffe, Sie werden möglichst viel Zeit an diesem Wochenende reservieren und vielleicht treffen wir uns.